Heute im Angebot das Alilong AL11 Mikrofon Wireless im Doppelpack. Ist für DLR-Kameras oder für iPhones, Telefone. Das würde ich heute gerne mit euch anschauen. Herzlich willkommen auf meinem Technikkanal. Schön, dass ihr zu meinem Video eingecheckt habt. Ist fürs Offen. Entschuldigt, wenn ein bisschen laut ist. Habe ich schon länger liegen, dieses Alilong AL11. Da sind vorteilhaftig ist, dass man dort zwei Mikrofone und einen Empfänger hat. Das ist das Ganze per Wireless und soll bis 50 Meter Entfernung ausreichend sein. Derzeitige Preis 50 Euro kann man sich nicht bauen, UVP 70. Und das würde ich heute gerne ausprobieren, weil der Gate-Track ist nämlich sowieso da und wir müssen eine Aufnahme machen und dann wollen wir uns mal den Ton anhören. Deswegen heute auch an meiner Kamera, an der Lumix Nix, also normaler Ton von der Kamera, nichts angeklemmt, Rode oder so derzeitig gleich. Und zu diesem kleinen Video würde ich euch gerne herzlich mitnehmen. Wir gucken uns mal den Lieferumfang an und dann geht es jetzt ab zum Mikro, Wireless. Check, viel Spaß beim Video. So, kriegt ihr das ganze gute Stück natürlich sauber verpackt. Aber Verpackung ist nicht alles. Wir kommen hier. Ist das Ganze nochmal in Deutsch, hatte auch die deutsche Seite eben, habe ich gerade verdreht. Fehlersuche ist hier nochmal drin, Bedenken und Tipps. Hier ist eine Anleitung, Empfänger und Sender. Benutzerschritte, Sender und Empfänger verbinden sich automatisch direkt nach dem Einschalten. Ja. Im Lieferumfang sind die beiden Dinger, die drei, so sehen die aus. Das sind beides die Empfänger. Und da kommen wir dann auch gleich zum Ein- und Ausschalten. Das ist die Kanalwahl und plus minus 0 für die Lautstärke. Am Empfänger, also das sind die beiden Sender und Empfänger, ich halte das mal ein bisschen hoch, ist schlecht zu zeigen, haben wir hier den Ein- und Ausschalter. Dann haben wir noch ein Schnüffelstück, Adapterkabel für iPhone, Receiver, Headphone Jack und hier ist nochmal eine Lautsprecher. Buchse dran, dass man da noch so ein bisschen rumbuschen kann. Im Lieferumfang sind jeweils zwei so kleine Schnüffelstücke dabei. Das heißt Windschutz. Und die montieren wir. Ich werde das Kabel nicht nutzen, aber wir werden es gleich mal einschalten. Ich habe die vorgeladen. Dann kriegen wir hier eine Ladeanzeige. Ansonsten ist das rot. Den schalten wir auch ein. Auch rot, grün, blau, rot. Sorry, haben wir auch. Dann befeuern wir die ganzen hier mit so darüber. Okay. Das Ganze soll als Windschutz dienen. Das machen wir gleich mal rauf. Passt. Den Clip kann ich noch öffnen dabei. Ist ja flexibel. Das sind die Antennen. Das gleiche mit dem hier. Wie gesagt, die Nebengeräusche sind zu entschuldigen. Wir haben die Tür offen hier in der Werkstatt. Weil sonst ist es A zu dunkel. Und B muss ja auch frische Luft rein. So, Nummer 2. Also für 60 Euro oder UVP, oder 70 Euro, sollte das Ding schon ein bisschen was taugen. Ich habe mir das deswegen besorgt, weil ich nicht ewig mein Rode mitschleppen will, wenn ich mal hier oben Aufnahmen machen will, dass ich ein Set immer hier habe und wenn mein Gamescrack, der jetzt gerade beschäftigt ist, der mietet sich gerade, oh, habt ihr gehört, der mietet sich gerade schon wieder nur ein CSGO-Server hier. Der ist schon wieder am Geschäfte machen. Das hat es auf dem Karfreitag. Ja, Video ist Karfreitag. Wie gesagt, wann ihr das zu sehen kriegt, weiß ich noch nicht. Aber wir wollen es vorher checken, weil wir auch nachher das benötigen. So, wenn ihr das alles verbunden habt, dann könnt ihr im Prinzip, das sind die, haben wir hier unseren USB-Anschluss. Wie gesagt, ist die, das ist die Lade, das ist ein Ladekabel bei, immer für zwei Stück. Auf Typ C, auf Typ A Stecker. Da könnt ihr mal zwei gleichzeitig laden. Dann könnt ihr das Ganze hier
mit dem Kabel verbinden. Und ab in die Buchse vom Links. Machen wir hier aber nicht, weil ich nur mir jetzt, weil ich weiß, was funktioniert. So, den richtigen erwischen. Und dann Hoffnung, dass das jetzt gleich funktioniert. Ich halte euch mal kurz weg. So Leute, jetzt quatschen wir weiter. Sag mal was, da bitte ich dich jetzt auch was. Was soll ich denn sagen? Ja, das weiß ich nicht. Erzähl einen Schwank aus deiner Jugend. Ich bin in meiner Jugend. Was ist falsch mit dir? Erzähl mir was von Counter-Strike-Server. Ich richte den gerade ein. Ach so, hast du jetzt den neuen geschossen? Das ist nur eine Datei, die ich einfach... Nein, ich meine, hast du den Server gewechselt? Ich habe einen Server gelöscht und zum billigeren. Okay. Ja, also wie man sieht, haben wir jetzt Doppelton. Ne? Wir sind hier beide ganz hübsch. Guck mal, da sind wir im Zwilling. Ne? Und ich weiß, er mag das nicht. Und ärgern will er sich auch nicht lassen. Aber okay. Gut, jetzt hat man aber die Möglichkeit, mal das zu checken, ob das was taucht oder nicht. Und ich werde mir das jetzt gleich mal anhören mit GameStrack zusammen und dann kommen wir dann mal zu meiner Endrezession. Nee, wir machen es nochmal anders. Ich als Vergleich ziehen wir jetzt mal das Kabel. Ein, zwei Test. So, jetzt sprichst du nochmal was. Wie gesagt, was soll ich sagen? Nichts Besonderes. Okay, ja, er ist halt nicht so sprachgewandt, wenn er nicht will. Aber da muss er gleich nochmal ran. Ja, mal wie man sieht oder hört, ne, ist das jetzt die Originalkamera. Ich halte noch mal um. So, klopf du mal auf deinen hier oben drauf. Gibst du bitte mal. So. Ich lag es nicht gleich. Das geht auf den Licht, ne? Also wie man sieht, müssen wir uns jetzt mal den Ton anhören. Dann kann man sich mal ein Urteil bilden. Ich habe das ja vom Rode im Kopf und dann, gut. Es kostet die Hälfte von dem Go, dürfen wir nicht vergessen. Also wir wollen jetzt gleich nicht so hart ins Gericht gehen. Aber ich schaue mir das jetzt mal hier auf der Maschine an. Und nur noch mal am Rande, für die Zukunft wird hier öfters rausgedreht. Weil ich habe hier so schöne Spielzeuge, die kann ich mir ins Wohnzimmer nicht aufstellen. Kann ich mir dann auch so ein bisschen aufmachen. Nur mal so als Spiel. Was gibt es da noch zu spielen? Er kann ja die Lichtfarben verändern, was man sonst nicht kann. Das soll kein Review deines Lichts sein. Okay. Ich muss ja was quatschen. Also gut, machen wir weiter. Dann bis gleich. So Leute, ich gehe jetzt runter. Ich stehe vor der Kamera und gehe jetzt erstmal so ein paar Meter runter. Und wir schauen uns mal an, ob das Ganze dann auch auf der Entfernung jetzt funktioniert. Ich kann das jetzt nicht sehen. Wir sind in unserem kleinen Garten beim Vermieter. Und ja, bin jetzt ungefähr Luftlinie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Meter weg oder so. Geh nochmal um die Hausecke, mal sehen, was wir da noch für einen Empfang haben. Komme jetzt wieder zurück und komme jetzt wieder so langsam ins Bild nach oben. Na, ist halt ein bisschen schwer auszuchecken, das Ganze, um das mit dem Bild zu verfolgen. Aber da bin ich wieder. Na? Hallo. So, und ich werde mir jetzt mal einen Kopf drüber machen, wie wir das Ganze bewerten sollen. So, da sind wir zurück. Ich habe mir jetzt so ein bisschen die Aufnahmen angehört. Okay, wir bewegen uns bei 50 Euro derzeitig. Kann man sich jetzt nicht beschweren. Aber ihr könnt selber in die Kommentare schreiben. Ihr habt es ja selbst gehört. Man kann sich kaufen. Wir haben ja zwei Mikros. Nur mal so zum Test, ein Doppeltack, die wir jetzt unterklemmen können. Das andere läuft oben auf dem Schlitten, auf dem Blitzschuh. Reichweite ist okay. Der Hersteller sagt bis 300 Meter, wenn ich das jetzt so richtig noch in Erinnerung habe. Und kann man sich kaufen. TX2 steht hier noch. Also das sind die Empfänger. PC soll es laufen. Das habe ich natürlich jetzt nicht getestet. Auf den meisten iPhones und Samsungs bis effektive Abdeckung bis 50 Meter.
na, also nicht 300, 500. Hat 400 mAh Silizium-Batterie drin, lange Lebzeit. Das ist normal. Jeder Satz mit 50 Kanälen ausgerüstet. Also man kann hier auch die Kanäle. Elektronische Lautstärkeregelung bis 10 Pegel. Eine schlechte Übersetzung. Also wir können jetzt hier noch am Gerät selber die Lautstärke einstellen, wenn man das will. Aber ich finde es okay. Ist ein leicht basslastig etwas. Ja, wir haben also einen satten Basston, erfinde ich. Oder ja, ich habe das vorhin mit der anderen kam mit der Mikro, mit der Lumix-Kamera. Normal, wir wohnen am Flughafen, hört man ein bisschen Flugtraum. Nochmal von der Kamera verglichen. Ich habe das von einem Rode. Kann man jetzt nämlich mit Rode oder mit anderen vergleichen. Wir haben ja auch ein Sennheiser Richtmikrofon. Ist auch nicht viel besser und das war teurer. Also 4 bis 5 Sterne, so in diesem Dreh. Also da kann man schon eine Kaufempfehlung aussprechen. Vor allen Dingen, man ist nicht kabelbunden. Ich glaube, ich habe euch mal irgendwann eins gezeigt mit Games Greg zusammen, wo wir wirklich beide am Kabel hängen. Mit Lavalier-Mikrofon. Und das ist dann unangenehm. Hier ist man frei. Ungünstig, man sieht es, man kann es natürlich irgendwie anders unterverstecken. Windschutz praktisch. Ja, 5 Sterne. Ich packe euch das mal in die Videobeschreibung und wem das interessieren sollte. Und suche jetzt ein paar einfache Telefone, um mal Gesprächsaufnahmen vielleicht auch vom Handy oder bla bla zu machen, ist das okay. Weil man hat ja die Chance wirklich von 2 Leuten Gespräche aufzunehmen. Was beim Rode wiederum nicht geht. Da muss man halt in der Nähe sein. Ne? Ist der Ton des Partners etwas leiser. Aber okay. Wie gesagt, wen es interessiert, ab in die Videobeschreibung. Ist mal wieder Werbung eingeblendet. Wie üblich. Wäre schön, wenn ihr diesen Link benutzt, damit supportet den Kanal. Ihr könnt natürlich jederzeit einkaufen, wo ihr dann möchtet. Das ist jedem selbst überlassen. Und vor allen Dingen, schreibt eure Meinung doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Zeug hier haltet. Dann kann man es vielleicht auch mal für die nächste Zeit öfters mal hier oben benutzen und ich muss nicht immer hin und her schreiben. Ja, das war es soweit in meinem Video. Nächste Video ist natürlich am Start und an die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst. Und nächste Video am Start, wie gesagt. Und ich kann mich an dieser Stelle nur noch bedanken fürs Zuschauen. Ich halte wieder ein und wem es interessiert, Technik interessiert, natürlich Abo dalassen und Daumen hoch. Ich sage Tschüss und Bye-bye und ich wünsche euch noch schöne Tage und bis zum nächsten Technik-Check hier auf dem Kanal. Macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund.